meine Küche. Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zeigen, was ich eingekauft habe. Ich war in polnisch-russischen, tschechischen und ja, rumänischen Laden. Da gibt es noch ein paar andere Länder, glaube ich, osteuropäische Länder. Und ja, da ich aus Polen komme, als erste Stelle habe ich da gesucht polnische Wurst. Da habe ich genommen geräucherte Hähnchenkeule, die sind sehr lecker, 2 Stück gepackt und da ist 0,700 Gramm, nicht Gramm, da ist also über 700 Gramm und das kostet 4,87 Euro. So, und das ist sehr lecker, also wer kennt geräucherte Hähnchen, dann weiß, wie es schmeckt. Ich finde, das Preis ist okay. Ja, von allen, das kann man nicht überall bekommen. Da gab es noch auch geräucherte Hähnchen, Flügel und glaube ich ganze Wurst. Viel habe ich nicht genommen. Ich habe zu viel gekauft. Für 50 Euro habe ich eingekauft. Okay, da habe ich ja, das angekauft. Die Hähnchenkeule geräuchert. Dann Wurst. Frankfurter Kipp, also das sind ja Frankfurter Würstchen. Ich weiß nicht, warum die heißen Frankfurter. In Deutschland habe ich das noch nicht bekommen. Aber die sind sehr lecker, sehr, sehr lecker, muss ich euch sagen. Und da ist 638 Gramm. Da habe ich bezahlt 6,06 Euro dafür. Und die sind sehr lecker. Schmecken kalt, auch so als ich so auch. Schmecken kalt und warm. Ich mache das entweder in Mikrowelle kurz und kurz erwärmen. Da schmelzt das Fett und die sind so saftig, so lecker. Das ist eine polnische Rohwürstchen, geräuchert, mittelgrob. Ja. Also da steht nur durchgehitzt verzehren. Wir haben immer das Roh gegessen, aber ist nichts passiert. Okay, das Preis ist auch okay. Ja. Gut, die sind lecker, sehr lecker, muss ich sagen. Dann habe ich noch gekauft andere, davon habe ich 4 Päckchen genommen, das sind so, Chili Horizio, kleine Cabanossen, ja, das sind so dünne Würstchen, ich zeige euch, die sind aus Schweinefleisch und Hähnchenfleisch gemischt und die sind auch echt lecker, so dünn sind die, so lang und die sind sehr lecker. Ich habe die roh verzehrt. Auf dem Weg nach Hause habe ich die ganze Packung aufgegessen. Das sind auch geräucherte Brühwurst mit Geflügel und Schweinefleisch. Mittelgrob gedürrt nach polnischer Rezeptur. Genau, da steht nicht. Bis wann, also wie man das essen soll, also glaube ich, das kann man auch so essen. Ja, die sind sehr lecker. Lecker, lecker, muss ich auch sagen. Okay, da habe ich mit, eine habe ich mit Chili genommen, weiß ich nicht warum. Ah, und eine Päckchen hat 120 Gramm und kostet 1,59 €. Also das ist Schnäppchen, sage ich euch. Also für Kilo ist das 13,50 €. Oder? Ja, einmal kann man sich sowas leisten. Okay, das ist sehr lecker. Vor allem für Kinder, zur Schule. Dann habe ich gekauft Wiener. Ja, Wiener. Das sind so Würstchen. Ich weiß nicht, hier heißen die Wiener. Weiß ich nicht warum. Das sind so polnische Würstchen. Würstchen. So sehen die aus. Und Kinder beliebt. Schlesische Oppelnwürstchen, also ja, das ist aus Oppeln. Wunderbar, da wo ich herkomme. Und da gibt es 678 Gramm für 3,50 €. Also lohnt sich. Dann habe ich gekauft
Aber Made Wrubel, das ist aus Polen. Ja. Brühwurst, mittelgrob geräuchert nach Torneart. Also ja, Toruńska. Aus Toruń. Für 460 Gramm habe ich bezahlt 2,71 €. Die schmecken von allem. In Polen machen wir solche Wurst oft, wenn wir uns da Feuerlager machen, da spießen wir auch einen Stock und machen wir uns das zum Braten. Oder auf Grill, oft solche Würstchen aus Grill. Ja, hier in Deutschland kann man bekommen so was Ähnliches wie Cabanossi, aber die Cabanossi sind mir zu salzig. Deswegen sowas. Es gibt viele verschiedene Arten von solcher Wurst. Deswegen ich war schon lange nicht mehr in Polen. Deswegen weiß ich nicht genau, welche Sorten da gibt es. Aber auf jeden von jeder Sorte gibt es das da. Genug und jedes schmeckt. Super. Dann habe ich, also da sind alle Zutaten aus Polen. Das habe ich auch aus Polen, polnische genommen. Das ist Speck, also Schmalz mit also Brotaufstrich mit Schmalz, Brotaufstrich mit Fleisch und gebratene Speckwürfel. Da muss ich meinen Sohn geben. Und das nutzen wir als Brotaufstrich, bisschen frische Brot, bisschen gesalzen und einfach so essen. Das ist sehr lecker. Okay, das war Polnisch. Was haben wir noch Polnisch? Also Polnische gibt es auch Twaróg, das ist Käse. Das ist Molkenkäse. Ich habe genommen 50% Fettanteil, da war auch 30%, 20% glaube ich, und auch nur 2% Fetteinteil. Aber ich habe nur gefunden die russische. Aus dem Polen kennen wir auch das. Und da machen wir immer, also oft Käsekuchen, und aus diesem Käsekuchen will ich dann polnische, also schlesische Kuchen machen, Streuselkuchen mit Käse. Und das hat gekostet ein Stück, genau, Quark, frisch, Molke. Ein Stück kostet 1,59 €, 275 Gramm. Und wenn man das zu Käsekuchen bearbeiten möchte, dann muss man das mahlen. Also durch Fleischwolf. Genau. Okay. Davon habe ich 4 gekauft. Also fast über 1 Kilo. Genau, vom Polnischen habe ich nicht mehr, weil da habe ich nicht so richtig gefunden. Aber da habe ich noch eine Käse, Pasta Fileta Käse Zopf geräuchert. Und das ist von Tschechei. Das ist geräucherte Käse. Die sind auch so geflochten auf so dünne Streifchen und geflochten. Und so wird sie dann, glaube ich, noch geräuchert. Und das schmeckt lecker. So als Snacks. 100 Gramm kosteten dann. Ich kann das jetzt nicht finden, ich muss das später nochmal sehen. Aber glaube ich 1,59 € für 100 Gramm oder sowas. Aha, da von Polen, aus polnischer Seite habe ich noch gekauft Brühe. So Gemüsebrühe. Also gibt es auch in Deutschland Gemüsebrühe. Aber da, das kostet 89 Cent. 6 Stückchen, da ist 60 Gramm. In Deutschland gibt es auch, aber ich wollte ja aus Polen. Und da habe ich auch Pilzbrühe, genau. Das sind so Würfel, Pilzwürfel. Da nutze ich auch gerne für Pilzsuppen, wenn ich koche, oder für Soßen. Da gibt es dann den intensiven Geschmack. Okay, das war's aus Polen. Genau. Die Twaróg war aus Russland. Dann habe ich noch Polenta gekauft, also Kasza Kukurydzana, so Maisgrütze, und das kommt aus, keine Ahnung, aber wenn ihr Polenta mögt, das ist
könnt ihr da ruhig kaufen. Ich habe keine Ahnung, woher kommt das. Polenta Semola de Mas. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, Rumänien. Hier steht nicht. Ich glaube, Rumänien. Aber Polenta, da kenne ich aus jugoslawischen und anderen Ländern da. Genau, für 500 Gramm für Polenta habe ich bezahlt. 1 Euro und 9 Cent, genau. Also 1 Euro, 500 Gramm. Lohnt sich auf jeden Fall. Hirse habe ich gekauft, auch. Das kommt aus Russland. Aus den Polen habe ich auch gesehen, aber nicht in diesem Supermarkt. Also Hirse, glaube ich, kostet. Also Hirse kennt jeder. Nur in Deutschland ist Hirse sehr teuer. Da kostet 500 Gramm oder weniger irgendwas 2,70 Euro. Und hier habe ich bezahlt für die Hirse für 900 Gramm. €1,79. Also es lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, von polnischen habe ich nicht gesehen, von polnischen Hersteller. Sonst hätte ich das gekauft. Aber günstig ist es auf jeden Fall als in Deutschland. Also Hirse, sehr gesund. Habe ich schon Gerichte davon gemacht, daraus gemacht. Dann, ja, Koriander habe ich getrocknet gekauft auch. So 1 Euro kostet 30 Gramm, aber egal. Koriander findet man nicht überall so getrocknet. Dann habe ich mir gekauft so eine süße Maisstäbchen. Die sind aus Russland, glaube ich. Aber in Polen gibt es auch. Ich kenne die aus Polen. Glaube ich, das ist so eine osteuropäische Snack. Die sind so Maischips. Also wir nennen das immer Chips. Die sind so fluffig. Aber die kann man auch kaufen von Hip. Aber da werden dann sehr teuer kosten, weil Hip hat nur seinen Namen verkauft. Die sind lecker, für alle für Kinder. Mm-hmm. Davon habe ich 2 gekauft. Dann habe ich Süßigkeiten gekauft. Kälbchen. Da sind Schokokekse. Kekse mit Schokogeschmack. So, ich glaube, das sind so kleine Kekschen. Davon habe ich gekauft. Das hat gekostet 69 Cent. Dann habe ich gekauft so rumänische Kekse. Die sind. Das habe ich aufgegessen. Da gibt es 10 oder mehr. Bestimmt mehr solche Päckchen. Ich weiß jetzt nicht genau. Päckchen. Die sehen so aus. Und die riechen, die haben so irgendwie Geruch, aber ich weiß nicht, was ist das für Geruch, glaube ich. Das sind genau Kekse mit Schokolade, Creme drin, aber die werde ich irgendwann mal mit euch probieren. Die sind aus Rumänien. Und dann habe ich Bonbon gekauft. Ich glaube, was ich kenne davon. Ich glaube, die schmecken so wie polnische. Das sind so Karamell-Bonbon. Aber die werde ich erstmal später mit euch probieren. Dann werde ich euch sagen, was da wieder schmeckt. Und ja, ich kann mir das vorstellen. Ich kenne das. Der ist auch pro Kilo. Kann man kaufen. Ein Kilo kostet 100 Gramm kostet, glaube ich, 59 Cent. Dann andere kosten 79 Cent. Andere wieder 89 Cent, ich weiß jetzt nicht, welche sind welche. Gibt es auch mehrere und teurer. Aber ich habe genommen solche, die ich nicht kenne. Und dann habe ich so eine, sowas genommen. Die werde ich auch probieren. Mit euch. Ja, okay, das war mein Einkaufsheul. Ich hoffe, ich habe das gut gesagt. Ja, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einmal in russische Geschäft gehen. Okay, das war's von meinen russischen
was russische, polnische Einkäufe. Ich werde noch später daraus Wurst machen. Wurst mache ich Mittagessen. Kartoffelspalten und dazu das Wurst. Ja, wenn ihr noch mehr Einkäufe sehen möchtet aus dem russischen Geschäft oder polnischen, jetzt von Netschko, schreibt mir bitte in den Kommentar und sagt mir, was ihr da sehen möchtet, dann werde ich euch das, dann werde ich das einkaufen und sage ich euch, wie das schmeckt, was das kostet. Ja, okay, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!